Moin und herzlich willkommen bei Giba Caravan Technik in Springe bei Hannover. Ich habe mich heute hier versammelt, um euch einmal diese wunderschöne Concorde hier zu zeigen. Das ist eine Concorde Cruiser auf Iveco-Basis. Wie alt ist sie? Ich glaube, Baujahr 17, 18 um den Dreh müsste das liegen. Ab Werk komplett mit Mastervolt ausgestattet. Mass-Kombi. Mastervolt Bussystem komplett mit Abschalteinrichtungen, Sicherheitsmechanismen und so weiter für sämtliche Verbraucher und Szenarien und so weiter, den Shunt hier und natürlich das Mastervolt Bedienpanel. Ihr seht schon, das liegt hier auf dem Tisch, das haben wir also komplett rausgeschmissen. Gegen das System, so an sich gibt es nicht viel zu sagen, wunderschönes, tolles, zuverlässiges System. Aber dem Kunden war es wichtig, eine Fernüberwachung zu haben. Der Kunde hat das Fahrzeug gekauft, das gebraucht gekauft. War also so ausgestattet vom Vorbesitzer. Er möchte das Ganze aus der Ferne überwachen können, möchte ja, die komplette Übersicht haben mit dem Touch-Display von Victron und so weiter. Und damit ist er zu uns gekommen. Wir haben das Ganze umgesetzt. Wie das jetzt aussieht, das will ich euch einmal zeigen. Bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht, Ende letzten Jahres haben wir unsere vorherigen Aussteller verkauft, zwei LMC Cruiser mit mega autark Paket, allem was das Herz begehrt, wunderschöne Fahrzeuge, die waren auch ruckzuck verkauft, beziehungsweise der eine, der war verkauft, sollte jetzt abgeholt werden, jetzt ist leider da die Finanzierung geplatzt und das Ganze ist wieder vakant. Schaut also gerne mal rein, wir stellen euch den Link hier unten rein, Fahrzeug ist kurzfristig verfügbar, falls jemand spontan entschlossen ein Fahrzeug sucht mit einer sehr schönen Autark-Ausstattung. Wir verlinken euch das Video und den mobile Link. So, weiter geht's. Schaut hier gerne mal rein. Hier haben wir das Fach. So sieht das Ganze aus. Bevor ich jetzt weiter erzähle, blende ich euch einmal ein Bild ein, wie das Ganze vorher aussah. Da war die Mastervolt-Anlage hier. Ihr seht es ab Werk sehr schön eingebaut. Gibt es nichts gegen zu sagen, genau, wie erwähnt. Jetzt haben wir hier dreimal 300 Amperestunden Bultron. Vorher waren da drin, da drüben stehen sie noch, 3x 170 Amperestunden Gelbatterien. Das heißt, 3x 170 kommen wir auf, was sind es, 510 Amperestunden. Hälfte davon sind rund 250 Amperestunden, die nutzbar waren im Neuzustand natürlich. Jetzt haben wir hier 900 Amperestunden, das heißt eine knappe Vervierfachung der nutzbaren Kapazität bei wesentlich geringerem Gewicht, höherer Lebensdauer und so weiter. Hier neben war vorher schon die Mass-Kombi, jetzt ist dort ein Multiplus 3000 Wechselrichter mit AC2 unter anderem, also mit Landstrombegrenzung und Erfassung der reinen Landstromverbraucher, ihr kennt es, sodass auch die Alde und der Kühlschrank in diesem Fall hier wunderbar mit erfasst werden und in der Landstrombegrenzung berücksichtigt werden können. Das Ganze haben wir dementsprechend umgebaut, alles von der vorhandenen Mass-Kombi, da waren ähnliche Einrichtungen hier vorhanden mit Relais-Ansteuerung, das beispielsweise, wenn der SOC, der Ladezustand der Batterien, entsprechend niedrig ist, dass dann die Klimaanlage nicht mehr autark betrieben werden kann. Sowas war alles vorher hier vorgesehen. Wir haben das entsprechend umgestrickt, umverdrahtet, sodass das jetzt mit dem Victron-System wunderbar passt. Wir gucken noch einmal rein, dann stelle ich euch noch einmal die Geräte einzeln vor. Wir haben da hinten an der Wand ein bzw. zwei Hochstromverteilungen, Sicherungsverteilungen, alles sauber natürlich aufgelegt und beschriftet. Haben da oben 2x 150 35er Solarregler. Schauen gleich auch noch einmal aufs Dach, selbstverständlich. Hier oben haben wir einen kleineren Solarregler, ein 100 schräger 20 für die bereits vorhandene Anlage auf dem Dach. Die sehen wir gleich. Und da unten den Servo GX als Zentrale, als Gehirn für das Victron-System, was mit dem Touch-Display, was wir innen gleich auch sehen werden, kommuniziert. Und den Shunt natürlich da unten auch. Das Ganze sieht jetzt natürlich alles ziemlich fertig aus. Das war eine ziemliche, ziemlich aufwendige Geschichte, weil wir da hinten sehr tief in das Fach rein mussten, auch hinter dem Brett noch alle Kabel ändern mussten und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen, der Kollege hat vielleicht so ein bisschen Rückenschmerzen jetzt. Genau, hier haben wir das Touch-Display. Da sehen wir jetzt direkt, was los ist. Das ist an der Position gelandet, wo vorher das Mastervolt Bedienpanel, das analoge, wird nicht analog, ist schon digital, aber wo wir eben alles sehr, ja, wie soll man sagen, ne, rudimentär in der Übersicht hat, zwar auch einige Informationen sich abbilden kann über Ladezustand der Batterien, Wechselrichtersteuerung und so weiter, aber natürlich kein Vergleich zu so einem schönen Display wie hier jetzt. Was haben wir noch realisiert? Eine Kühlschranksteuerung, hier oben ist eine
Gibernet, der Router, Kühlschranklüfter, was wir immer zusammen mit der Kühlschranksteuerung so realisieren. Selbst bei dieser, also insbesondere bei dieser großen Solaranlage, natürlich extrem sinnvoll in Kombination mit diesem großen Akkusystem, dass der Überschuss hier definitiv stattfinden wird im Sommer und der eben hier im Kühlschrank wunderbar genutzt werden kann und sich man sich so ein paar Gramm bzw. Kilo Gas sparen kann. Genau. Wir schauen aufs Dach, wie versprochen. Kannst mal direkt hier hochklettern. So. Dann haben wir hier im vorderen Bereich insgesamt 5 Module a 120 WP positioniert. 2 Slim-Module aufgrund der Dachluke hier vorne, dann 3 normale. Eins von den Modulen, und zwar das mittlere, ist zusammen in einem String mit der hinteren Anlage bzw. mit den hinteren Modulen. Dort sind noch 3x 120 WP gelandet. Und in der Mitte haben wir die original vorhandene Anlage, 2x 130 oder 150 WP sind es, glaube ich, etwas älteren Semesters, wie ihr seht. Genau, da drüben haben wir die Gibernet. Hier wäre noch Platz gewesen für 2 weitere Module. Der Kunde hat gesagt, er probiert das erstmal so aus. Wir haben hier immerhin um die 1200 Watt Peak, was ja schon nicht wenig ist und was dieses Fahrzeug sehr, sehr autark machen wird. Genau. Was hier in einem zweiten oder vielleicht auch dritten Schritt noch erfolgen soll, ist dann eine Überwachung der Füllstände von Frisch-, Abwasser- und Fäkalwasser. Und natürlich, was hier auch möglich ist, Temperaturüberwachung, Innenraum, Heckgarage, Kühlschrank, ihr kennt das. Auch das können wir alles mit diesem System wunderbar abbilden und auch aus der Ferne abrufen über das Victron VRM-Portal. Ich kann mir Alarme setzen, alles Mögliche und benachrichtigt werden, wenn irgendwo eine Temperatur unter einen gewissen Wert fällt oder über einen gewissen Wert fällt, Ladezustände und so weiter. Da ist jede Menge möglich. Genau, was haben wir hier noch? Ihr seht, die Hütte ist voll. Einen Hümer, teilintegrierten Hümer auf Fiat-Basis, der bekommt auch einmal das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Maximales Solar, was aufs Dach geht. Auf dem Dach können wir, was haben wir hier, ich glaube 5x 120 kriegen wir drauf, 600 WP. Da müssen wir auch ein paar Dachlüfter überbauen, sodass wir da wirklich die maximale Dachfläche ausreizen können, was ja mit unseren, kommt mit der Kombination, ihr habt es eben oben gesehen, aus Slim-Paneelen und den normalen Paneelen wunderbar möglich ist. Hier drüben haben wir ein E-Line-ähnliches Paket. Also hier können wir einmal reinschauen. Auch wieder interessant, wir machen es regelmäßig. Ah, siehst du, da ist der Kollege gerade im Gange. Wollen ihn nicht aufwecken. Genau, ihr seht es hier, oben haben wir schon den Multiplus an der Wand. Wie hier sind wir voll im Gange. Das Ganze hier alles gerade auseinander in dem Zustand. Und wir sehen da drüben, kannst du gleich mal reinschwenken da kurz. Da ist ein Dometic-Wechselrichter, der ist da schon rausgeflogen. Genauso wie 3 Akkus, das ist ja die werkseitige Ausstattung, die man bei Carthago so wählen kann. Auch dieser Kunde hier möchte das Ganze aus der Ferne überwachen und das Ganze mit einer Victron-Anlage umgesetzt haben. Regelmäßig schmeißen wir halt diese Dometic-Wechselrichter aus diesen Fahrzeugen raus oder wie in dem Fall den MasterVolt-Wechselrichter. Ist schade um die Geräte, aber genau, so ist die Welt. Genau, was haben wir hier noch? Hier haben wir einen Tagesgast, der bekommt oder hat schon bekommen, ich glaube, wir sind in den Endzügen, sind wir schon fertig? Mal gucken. Klopf, klopf. Darf ich reinkommen? Ja. Machst du hier Schönes. Ein Bultron 200, was haben wir, 200 oder 300? 300 Amperestunden Bultron Batterie mit Ladebooster, mit einem Smart Solar Regler für die vorhandene Anlage, ein Zusatzladegerät, 30 Ampere. Hier unten sehen wir schon an dem IDS, was der Elektroblock in diesem Pilotfahrzeug hier ist, das alles so ab Werk hier in großen Kabelsträngen zusammengefriemelt. Das werden wir dann nochmal ein bisschen zusammenzurren und noch ein bisschen hübsch machen, wobei ja, das wie gesagt ab Werk schon so umgesetzt ist. Ein bisschen schade, dass man da nicht einfach irgendwie einen Kasten rumbaut oder so, wie andere Hersteller das machen. Aber naja, das dazu. Ja, ihr seht, wir haben, uns ist nicht langweilig, wir haben gut zu tun. Das soll es einmal gewesen sein, kleine Fahrzeugvorstellung von dieser Concorde. Cooles Projekt, hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis bald, euer Giber-Team. Uns hat es auch Spaß gemacht. Schönes Wochenende.